Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem April-Taroskop. Schon sind wir im April. Die Zeit vergeht schnell. Nutzt du deine Zeit? Schauen wir, was der April für dich bereithält, was wichtig und ausschlaggebend ist, was jedoch aber auch eventuell am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, lieber Skorpion, was wird los sein? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Kurzatmigkeit. Es ist, als wenn dir die Luft wegbleibt. Denn dein Traumschloss, dein Luftschloss, du bist mittendrin, doch du erkennst die Grenzen, die Mauern, die du dir selbst erschaffen hast, sogar freiwillig hineingegangen bist. Es gibt den Spruch, Scheiße, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Rückblut, lieber Skorpion. Wenn nicht du, wer dann? Du wirst es wissen, sonst wärst du kein Skorpion. Tief durchatmen. Es ist ganz wichtig, dass du Atemübungen machst. Pranayama zum Beispiel, dich durch Atemübungen wieder ins Hier und Jetzt holst, dir diese angestaute Energie, sei es aus Angst, Wut, Frustration, wieder wegatmest, auf das du klar denken kannst. Manchmal hast du das Gefühl, einen Gehirnnebel zu haben. Und wie gesagt, ich spreche hier nur aus spiritueller Sicht, nicht aus gesundheitlicher Sicht. Dafür sind andere verantwortlich, die es studiert und gelernt haben und besser können als ich. Deine Kraft ganz schön eingeengt. Es brodelt in dir, lieber Skorpion. Das, was aus dir herausbersten möchte im April. Ich bezweifle, dass du es noch länger zurückhalten kannst. Du wirst es merken am Unwohlsein, Schwäche, was auch immer. Selbstverständlich suche immer einen Arzt auf. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich spreche aus spiritueller Sicht. Es geht um deine Kraft, es geht um dein Du. Ausschlaggebend ist die Zahl 33 für dich, Querzahl 6. Was ist am 6.1., am 6. Januar geschehen? Was für ein Datum ist der 6.1. für dich? Dort wiederum die Querzahl 7. Ulala. Lieber Skorpion, die Luft heiß und stickig. Sie vibriert. Seetang ausschlaggebend, Algen ausschlaggebend. Sie sagen mir, ich soll dir den Vergleich machen. Jedes Gräslein, jedes Unkraut, jede Blume kann irgendwo wachsen. Auch zwischen zwei Betonscheiben auf dem Gehweg. So auch du gewachsen bist in deinem eigenen Schmerz, in der Enge, in deinem Brustkorb. Die Kindheit wird Thema, Erinnerungen, die Mutter ein Thema, vielleicht du, wenn du selbst Mutter bist, ansonsten wird deine eigene Mutter ein Thema. Vieles an Gemeinsamkeiten, vieles wird verstanden. Eine Raute
ausschlaggebend bzw. ein Rautenmuster. Die Raute, sie muss nicht immer gleichschenklig sein, wie man so schön sagt. Muster, Muster, Muster. Gehen wir gleich über. Welches sind deine Muster in deinem Luftschloss? Wie bewegst du dich in deinem Luftschloss? Wie denkst du, aus dem Luftschloss ein Traumschloss zu machen? Wenn das Fundament nur eine Projektion ist. Das Reading wird wieder intens. I'm sorry. Doch, ich habe es schon bemerkt, als ich mir meinen roten Lippenstift hier aufgetragen habe. Meine Mutter sagte eins zu mir, als ich Kind war oder Jugendliche, ich weiß es nicht mehr. Sagte sie zu mir, wusstest du, dass in Kriegszeiten roter Lippenstift vermehrt verkauft wird, die Frauen sich roten Lippenstift vermehrt auftragen. So, an dir nun die Interpretation. Warum, wieso, weshalb? Nein, ich möchte nicht sagen, dass du mit jemandem im Krieg bist. Ich denke, du wirst ja als Frau den roten Lippenstift auftragen, als Mann versinnbildlicht, selbstverständlich. Weil du wieder erkennst. Einen Schritt weiter. Was erkennst du? Dass du für diese Mauern selbstverantwortlich bist. So ist es an dir, ob du in den Krieg ziehst. Es ist nur wichtig zu wissen, gegen wen. Oder aber kannst du es mit einem Schmunzeln, einem Lächeln auf den Lippen wahrnehmen und sagen, ist okay, ist gut. Werde dir bewusst, denn jemand wartet auf dich. Geh den Weg der Eulen. Ich sage nur Athene. Und aber ich sage auch, lerne von den Eulen. Wusstest du, dass wenn eine Eule durch den Nachthimmel fliegt, sie ganz unbemerkt an dir vorbeifliegen kann? Denn du hörst sie nicht. Gegenfrage. Was ist bei dir, was du nicht bemerkst? Weil es so subtil ist, aber doch so eisern präsent. Ein Dreieck. Setze dich damit auseinander, was das Dreieck für eine Bedeutung hat. Nicht in der Mathematik, nein. Schaue dir die Pyramiden an. Schaue dir die Perfektion an. Des Dreiecks. Und was beinhaltet dieses? Was bringt es auf den Punkt? Was bringt es auf die drei Punkte? Was ist in der Mitte des Dreiecks? Du weißt es nicht. Na, dann male dir doch mal ein Dreieck auf und schaue, was du gerne in der Mitte sehen würdest. Neue Schuhe. Neue Schuhe. Du wirst dir neue Schuhe kaufen. Nicht nur ein paar, gut möglich mehrere bis zu fünf Paar.
einige Skorpione von euch. Warum? Ihr wisst es nicht. Ich sage es euch, weil der neue Weg betreten werden möchte. Ganz unbewusst werdet ihr euch neues Schuhwerk anschaffen. Ganz unbewusst werdet ihr euch abschminken und euch neu schminken. Das Licht eurer Augen, als ihr Kinder wart, jemand, der euch schon sehr lange kennt, wird euch darauf hinweisen und euch gut möglich sagen, du schaust aus wie damals, als du 4, 5 Jahre alt warst. Du hast diese Reinheit um dich herum. Deine Augen strahlen wie damals an Weihnachten. Irgend so ein Spruch wird kommen. Das ist der Startschuss, liebe Skorpione. Der Startschuss dafür, dass ihr den Regenbogen erkennt. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Ciao.